think it's that the green flag drop. So, let's make some hog in videos. Oi! Monster one over. Toro Rosso konnte den Konstrukteurstitel sowie den Fahrertitel gewinnen. Das Auto war in der kompletten Saison einfach nur sehr, sehr stark. Was für alle eine Überraschung war. Der neue Honda-Motor bringt noch mehr Leistung, was die Gegner noch mehr erschrecken könnte. Dazu kommt auch noch, dass die Zuverlässigkeit auf einem hohen Niveau war. Pulfinator F1 wurde 15. und wurde als Stammfahrer befördert. Seine besten Ergebnisse waren zwei zweite Plätze. Mark 706 wurde WM4. Der C-Liga und möchte angreifen. Starke Leistung und zwei Siege führen zum Sprung in die B-Liga. Das Ziel von Toro Rosso ist es, einfach beide Titel zu verteidigen und die Konkurrenz weiter hinter sich zu lassen. Das Team von Haas hat einen guten Kampf gegen das Team von Toro Rosso. Eine starke Entwicklung reichte aber nicht, um das Team am Ende zu überholen. Es gab kleine Probleme wegen dem Regen, weil relativ wenig gefahren worden ist. Trotzdem hat man gemerkt, dass die Zuverlässigkeit hervorragend war. Red Power FCB wurde 14. und freut sich auf das Team. Zweimal stand er mit Platz 3 auf dem Podest. VfL wurde beim 12. und hofft, mit dem Auto besser klarzukommen als letzte Saison. Zweimal konnte er Platz 2 für sich holen. Das Ziel von Haas ist es, gute Kämpfe um die Podeste zu führen und viele Punkte zu holen. Ferrari hatte eine gute Saison. Man stand zwar oft auf dem Podest, aber ganz selten ganz oben. Ab Mitte der letzten Saison wurde man etwas stärker. Die Testfahrten kann man Ferrari nicht genau richtig einschätzen. Man ist ziemlich wenig gefahren wegen der Sicherheit der Fahrer und wegen des Autos. Provenz wurde Vizemeister und will Ferrari helfen, wieder zum Titel zu holen. Sein bestes Ergebnis war ein Rennsieg. Tillmann S22 wurde WM8er und wurde vom Kundenteam Haas geholt. Dreimal konnte ein zweiter Platz gefeiert werden. Das Ziel von Ferrari ist, Siege und Podeste so oft wie möglich zu holen und den Titel wieder nach Italien zu bringen. Racing Point hat einen sehr guten Wagen, man konnte viele Ergebnisse vorne holen. Aber durch viele Fahrerwechsel war eine gewisse Unruhe im Team, was manchmal das Team zurückgeworfen hat. Bei den Testfahrten kam man am besten mit den Wetterverhältnissen klar. Man fuhr sehr, sehr viele Runden und war ein Dauerläufer in den Testfahrten. Boscal wurde beim 13. und bleibt dem Team treu. Sein bestes Ergebnis war ein 4. Platz. Benedikt, WM 29. der A-Liga. Durch die starke Konkurrenz sprang maximal ein 8. Platz für ihn heraus. Das Ziel von Racing Point ist es, weniger Fahrerwechsel zu haben, damit weniger Unruhe im Team ist, damit man bessere Ergebnisse holen kann. Red Bull hatte einen sehr schlechten Saisonstart und man hatte wenig Punkte zum Mitte der Saison. Danach konnte man aber den Rückstand gut aufholen.
Das Auto war bei den Testfahrten sehr gut, so wie Red Bull es behauptet. Aber die Zuverlässigkeit lässt noch zu wünschen übrig, da muss man noch ein bisschen nachlegen. Kimmel wurde Vizemeister in der Zielliga. Er holte viele Podeste und 2 Siege und möchte sich hier nun beweisen. Hansi, der Teamkollege von Kimmel letzte Saison in der Zielliga, wurde WM-Sechster und kann ohne Druck fahren. Letzte Saison in der Zielliga war er Dauerläufer in den Punkten und an 2. Platz sein bestes Ergebnis. Red Bull möchte viele Punkte holen, um vielleicht etwas weiter vorne wieder zu stehen. Das Team von Mercedes hat eine solide Mittelfeldsaison. Man konnte Podeste holen, aber es reichte nicht für einen Sieg. Man hatte zufriedene Testfahrten und die Zuverlässigkeit war auf einem guten Stand. Das möchte man in die Saison mitnehmen. Dominator 9211 wurde WM-Fünfter und bleibt dem Team treu. Platz 3 holte er 4-mal im Laufe der letzten Saison. Mühli wurde WM-Zehnter und bleibt ebenfalls dem Team treu. Einmal konnte er einen Podiumsplatz feiern. Das Ziel ist es, die guten Testfahrten auch in die Saison umzusetzen und vielleicht weiter vorne mitzukämpfen. Renault hat eine zu schwierig beurteilende Saison gehabt. Ein Auto fuhr um Siege, das andere um hintere Punkteränge. Die Testfahrten waren für Renault eine einzige Rutschpartie. Aber man fuhr relativ viel, weshalb man wegen der Zuverlässigkeit nicht motzen kann. Apfelmus wurde WM-9. Und wurde von Ferrari geholt. Sein Highlight war der Rennsieg in Belgien. Scholl 92 wurde WM-6. Und wurde ebenfalls von Ferrari unter Vertrag genommen. Sein bestes Rennen war auch ebenfalls ein Sieg. Das Ziel von Renault ist, beide Fahrer sollen so häufig aufs Podest kommen wie möglich. McLaren hatte letzte Saison starke Zuverlässigkeitsprobleme, die man nicht in den Griff bekommen hat. Aber wenn man ins Ziel kam, waren halt meistens gute Ergebnisse drin. Bei den Testfahrten hatte man einen guten Speed. Trotzdem muss man die Zuverlässigkeit weiterhin noch verbessern. Timba wurde WM-Dritter und möchte mit dem Team zurück an die Spitze. 2 Siege feierte er in Kanada und in Russland. Noah, WM-Vierter, bekommt seinen Stammplatz im Team. 2 Siege konnte man für sich verbuchen. Das Ziel ist es von McLaren, vorn dabei zu sein, wenn das Auto die Renndistanz durchhält. Williams hatte anfängliche Schwierigkeiten und man war sehr weit hinten im Feld. Aber eine gute Entwicklung brachte das Team so weit nach vorne, dass man sogar um Siege kämpfen konnte. Die Zeiten beim Test waren zufriedenstellend für das Team. Die Zuverlässigkeit ist wie bei jedem Mercedes-Team top. Flippo F1 wurde zum Stammfahrer befördert. Er hatte kleine Einsätze letzte Saison mit guten Ergebnissen. Vicky 78 konnte sich ebenfalls einen Stammplatz sichern beim Team. Wie sein Teamkollege hatte er kleinere Einsätze letzte Saison. Das Ziel von Williams ist es, um Punkte zu kämpfen, um wieder etwas weiter nach vorne zu kommen.
Alfa Romeo sauber, aber einfach viel zu langsam. Laut Aussagen der Fahrer war das Fahrzeug auch sehr schwierig zu kontrollieren. Scheinbar hat man über den Winter gute Arbeit gemacht, war man relativ gut vorne mit dabei. Dabei waren auch sogar keine Probleme bei der Zuverlässigkeit. MSFL Leclerc wurde WM-11. Und konnte man von Williams holen. In Singapur und USA konnte er sich einen Sieg sichern. Kai Celin 2012 wurde WM-25. Und wollte nicht weg vom Team. Mehr als ein 6. Platz war wegen dem Wagen nicht drin. Das Ziel von Alfa Romeo Sauber ist es, die Lücke nach vorn zu schließen und Punkte zu holen.